Fasanenbrust mit Okras. Für 4 Portionen. 400 Gramm Fasanenbrust ohne Knochen. Salz, grüne Pfeffer. Kreuzkümmel und Korianderpulver. Paprikapulver 4 bis 5 L Sesamöl. 300 Gramm Okraschoten aus der Dose. 2 Schalotten, 2 Knoblauchzehen. 1 Stück frischer Ingwer, 2 bis 3 cm. 200 Gramm Tomatenwürfel aus der Dose. 250 ml ungesüßte Kokosmilch. 1/2 Bund Koriandergrün. Zubereitungszeit: circa 25 Minuten. Die Fasanenbrust waschen, trocknen und in dünne Scheiben schneiden. Die Fleischscheiben mit den Gewürzen einreiben. Das Öl im Wok erhitzt unbekanntes Zeichen 10 und die Fleischscheiben darin portionsweise kräftig anbraten. Heraus unbekanntes Zeichen nehmen und warm stellen. Die Okraschoten in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Danach in Ringe schneiden. Schalotten, Knoblauchzehen und Ingwer schälen und fein hacken. Das Gemüse in dem verbliebenen Bratfett unterrühren, circa 3 bis 4 Minuten braten. Das Fleisch, die Tomatenwürfel und die Kokosmilch dazugeben und alles weitere 3 bis 4 Minuten bei milder Hitze schmoren lassen. Herausnehmen, anrichten und mit Koriandergrün bestreut servieren. Okraschoten. Die länglichen, mildherbwürzigen Okras sind die unreifen Früchte der Rosenpappel. Sie lassen sich vielseitig zubereiten und eignen sich roh als Salat, gegart als Beilage oder ein unbekanntes Zeichen gelegt als Vorspeise. Hähnchenbrust mit Aprikosensoße für 4 Portionen. 700 Gramm Hähnchenbrustfilet. 1 Stück frischer Ingwer. Circa 4 cm. 1 Schalotte. 1 Knoblauchzehe. 3 L helles Sesamöl. 6 L helle Sojasanke. 1 Stange Zitronengras. 1/2 TL Sambal Oelek. 2 L Limettensaft. 4 Frühlingszwiebeln. 4 L Aprikosenkonfitüre, 2 bis 3 L Öl zum Braten. Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten. Das Hähnchenbrustfilet in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Den Ingwer, die Schalotte und den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Hälfte vom Ingwer mit Knoblauch, Schalotte, Sesamöl und 3 L Sojasanke verrühren. Das Zitronengras putzen, waschen und klein gehackt unterrühren. Hähnchenfleisch dazu geben und damit vermischen. Fleisch darin mindestens 3 Stunden, besser über Nacht zugedeckt im Kühlschrank marinieren lassen. Restlichen Ingwer mit Sambal Oelek, restlicher Sojasauce und Limettensaft verrühren. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Aprikosenkonfitüre mit den Frühlingszwiebelringen untermischen. In einem Wok das Öl erhitzen. Hähnchenfleisch darin unterrühren, garen. Über das fast gare Fleisch etwas von der Mari unbekanntes Zeichen Nade träufeln. Fleisch mit der Soße servieren. Würzige Drumsticks. Für 4 Portionen. 12 bis 14 Drumsticks. Vorgegart 1/2 TL Salz. 1 TL 5 Gewürzpulver. 2 L helle Sojasanke. 1 TL dunkle Sojasanke. 2 TL Reiswein. 2 L Sesamöl. 3 Frühlingszwiebeln. 1 Stück frischer Ingwer, 3 cm. 2 Eier. 100 Gramm Cornflakes, 1 L Maisstärke Erdnussöl zum Frittieren. Hohes in Soße, FP, zum Anrichten. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten. Die Drumsticks waschen, trocknen und an mehreren Stellen mit einem spitzen Messer kurz anstechen. Salz mit dem 5 Gewürzpulver, den Sojasenken, dem Reiswein und dem Öl mischen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und fein hacken. Den Ingwer schälen und fein reiben. Frühlingszwiebeln und Ingwer zu der Marinade geben. Die Drumsticks damit einreiben und ca. 20 Minuten marinieren. Die Eier verquirlen. Die Cornflakes zerbröseln.
Die Drumsticks mit Küchenpapier abtupfen und in den Eiern wenden. Mit Maisstärke bestreuen und in den Cornflakes wenden. Das Öl im Wok erhitzen und die Drumsticks darin ca. 3 bis 5 Minuten frittieren. Mit Hummus in Soße anrichten und servieren. Frühlingszwiebeln. Der milde und frische Geschmack der Frühlingszwiebeln wird auch in der asiatischen Küche besonders geschätzt. Ihre Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, sowohl roh im Salat als auch, nach kurzer Garzeit, als Gemüse oder Beilage zu Geflügel. Spinat mit geröstetem Knoblauch und Sojasprossen. Für 4 Portionen. 1 Kilogramm frischer Blattspinat. 5 Knoblauchzehen. 3 L Erdnussöl. 500 Gramm Sojasprossen. 2 L Fischsoße. Den Spinat putzen, gründlich unter fließendem Wasser waschen und leicht trocken schütteln. Die Knoblauchzehen schälen und in feine Strei unbekanntes Zeichen fein schneiden. Das Öl im Wok erhitzen, den Knoblauch darin hellbraun anrösten, die Sojasprossen zugeben und kurz durchschwenken. Den Spinat zugeben und zusammenfallen lassen. Mit Fischsoße würzen.